Potter wieder aufgetaucht ist. Wer den Film schon gesehen hat, war im Kino. Feuerkelch heißt es angeblich, ja. Und da geht es um ein trimagisches Turnier und am Ende dieses Turniers wird der Harry Potter in so ein Labyrinth reingeschickt und muss da drinnen irgendwie wieder rausfinden. Und gemeint ist natürlich das Lebenslabyrinth. Und er findet dann eigentlich nicht wirklich hinaus, sondern er findet einen Endpunkt und am Endpunkt steht, wenn man vom Solarplexus-Chakra dann das Leben durchlaufen hat und seinen Endpunkt erreicht hat, wird man wieder zum Gral zurückfinden, der ein Symbol für die Wiederverkörperung ist. Und er findet dann einen kristallenen Pokal, berührt diesen Pokal und wird dann teleportiert von dem Labyrinth woanders hin. Und die große Überraschung in dem Film ist, dieser andere Teil, wo er hin teleportiert wird, das ist der Friedhof. Und am Friedhof wird er vom Tod festgehalten mit einer Sichel und dann kommt das ganz Grausige. Der dunkle Lord Voldemort steigt dann aus der Versenkung wieder heraus und verkörpert sich zum neuen Leben. Sehr interessant habe ich in dem Zusammenhang gefunden. Wobei, wer sich mit der Harry Potter-Geschichte ein bisschen beschäftigt, der weiß, dass Voldemort in der Übersetzung nichts anderes heißt als Wildenmord und dass eine Namensumstellung einer Person ist, die da ja im Harry Potter vorkommt, der ja ursprünglich eigentlich Tom Riddle heißt. Das ist das Rätsel des Lebens. Und nach dem Rätsel des Lebens kommt er mit dem Thomas in Verbindung. Und das ist natürlich eine Anspielung auf den heiligen Thomas aus der Apostelrunde, der ja als ungläubiger Thomas in die Geschichte eingegangen ist. Denn er hat es nicht glauben können, dass der Jesus wirklich wieder auferstanden ist. Er musste ihn anfassen können. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo der Harry Potter sozusagen da in seine Endphase da eintritt, in die Todessituation vom Tod festgehalten wird, steigt jetzt der Lord Voldemort, der Tom Riddle, aus dem Gral wieder heraus, materialisiert sich, greift dem Harry Potter aufs Hirn und sagt, die Dinge haben sich nun geändert, ich kann dich jetzt angreifen. Genauso wie der ungläubige Thomas. Sehr interessant. Also wirklich vielschichtig und extrem subtil. Aber auch entsprechend grausig, weil kurz vorher werden dem Harry Potter da zwei Schnitte in die Hand hineinversetzt und das Blut muss herausfließen, was natürlich mit der Kreuzigung von Jesus Christus etwas zu tun hat, besonders beim Gehängten und dieses Blut dazu benutzt wird, um den Lord Voldemort zum Leben auferstehen zu lassen. Da bleibt dann nur noch die Spucke weg. Wenn man darüber nachdenkt, welche Essenzen da in dem Film auf negative oder umgekehrte Art und Weise im Verhältnis zur Christusenergie umgesetzt worden sind. Das erinnert auch an dieses komische Buch da, das vielleicht existiert oder auch nicht, De Umbrarum Regni Novum Portis, das Buch der neuen Pforten in das Reich der Schatten, ja, das angeblich 1660 vom Aristoteles. So, da Wolfgang, wieder gut, Video Kundalini-Energie. Möge all mein Handeln nur von Liebe getragen sein. Ja? Weil jede Verursachung, die nicht in der Liebe steht, ein Problem ist. Weil die kommt aus dem Ego. Ja? Das ist eine Ego-Geschichte. Das heißt, wenn ich nicht aus der Liebe heraus handle, dann liege ich sowieso schon ganz falsch. Ja? Man sollte immer wieder prüfen, ob die Handlungen, die man setzt, wirklich aus der göttlichen Liebe herauskommen. Und wenn es das nicht sind, dann sollte man das lieber unterlassen. Weil das nachher mehr Probleme verursacht, als es eigentlich löst. Ja? Und das wirkt auf einem selber zurück. Hier gilt der Grundsatz, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Und wer keine liebevollen Handlungen in die Welt hineinsetzt, der kriegt ein negatives Echo zurück. Und das geht wie ein Bumerang, Bumerang-Effekt. Wenn einem etwas Negatives widerfährt, dann nicht, weil die Umgebung so böse ist, sondern weil man selber schuld ist. Es gibt keine Entschuldigung für nichts, was einem passiert, weil man immer in letzter Konsequenz der Verursacher dessen war. Niemand anderer. Und mit dem Zeigefinger immer die Opfer suchen. Ja, das war Sauerei, der ist schuld und der und das nicht. Resonanzgesetz. Eigene Resonanz. Muss man sich selber fragen, woher das kommt. Innen hineinhorchen. Sind wir unsterblich? Ja, natürlich sind wir unsterblich. Was denn sonst? Wir sind die Seele und nicht der Körper. Die Seele mag sich verändern im Laufe eines Zykluses oder mehrerer Zyklen. Die Seele sammelt nur Erfahrungen. Und so steht schon in der Bhagavad Gita, für die Seele gibt es zu keiner Zeit Geburt und Tod. Denn etwas, was nicht begonnen hat, kann niemals enden.
Nur das, was entstanden ist, kann enden. Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Dieser Körper wurde geboren, also Mutti geboren, sie war schon ewig, also kann sie nicht enden. Und das sind wir. Das Vertrauen haben aber die wenigsten. Besonders wenn dann der Körper endet. Sie ist nicht entstanden, sie entsteht nicht und sie wird nicht entstehen. Sie ist ungeboren, ewig, immerwährend und urerst. Wie ein Mensch alte Kleider anlegt und neue anzieht, ablegt und neue anzieht, so gibt die Seele alt und unbrauchbar gewordenen Körper auf und nimmt neue materielle Körper an. Was ist das Wesen der Seele? Das Wesen der Seele ist in vollkommener göttlicher Harmonie, in Ekstase und Sinnhaftigkeit zu leben, also im vollkommenen Glück, in vollkommener Bewusstheit seiner eigenen Existenz und ewig, immer. Ein ewiges Leben.